Hallo ihr Lieben, Paradox Rift ist jetzt schon über eine Woche raus. Wir haben schon 2 Top-Trainer-Boxen auf dem Kanal geöffnet und ich möchte heute herausfinden, wie gut die Pullrate aus den Dreiern-Blistern ist. Deswegen öffnen wir heute 3 von diesen Kryospino Dreier-Blistern und ich bin gespannt, was wir daraus ziehen. Ich mache die Blister auf und dann sehen wir uns gleich. Wir starten rein mit unseren Promokarten. Und zwar dem Kryospino als Holo. Auf jeden Fall wieder ein richtig, richtig schönes Foiling, Leute. Ich finde das Foiling, beziehungsweise das Galaxy Foiling, richtig, richtig schön. Und wir haben die Promokarte 3-mal. Und wir haben heute 9 Booster, Leute. 9 Booster. 9-mal die Chance, heute eine richtig schöne Special Illustration wieder zu ziehen. Eine von den richtig vielen hier, die man aus dem Set ziehen kann. Und wir gehen rein in den ersten Booster. First Pack Magic, Leute. Ich rate Feuer, Psycho, ein Barschwa, ein Griffel. Ich muss jedes Mal sagen, der guckt richtig, richtig schelmig. Ein Vegimark, Mantirps, Tulia, Agilusa. Hier haben wir die Illustration wieder gezogen im letzten Video. Anissa, Gelatropo. Richtig, richtig krass. Richtig, richtig krass. Was ist das für ein Blister, Leute? Oh, First Pack Magic und gleich die Goldkarte von Donnersichel. Das ist doch mal der Hammer. Schaut es euch an. Boah, Wahnsinn. Und haben wir da noch einen Hit dahinter? Haben wir einen Doppelbänger hier drin? Und ein Morpeko. Boah, Freunde, schaut es euch an. Zwar links, rechts ein bisschen off-center, ein klein wenig. Nicht weiter schlimm. Sieht von hinten auch richtig clean aus. Auch ein bisschen oben, unten, links, rechts off-center. Aber hey, die ist für meine Sammlung. Und im Bein, da sieht die einfach trotzdem richtig toll aus. Also, der Blister hat sich auf jeden Fall gelohnt für mich, finde ich. Und wir gehen rein in den zweiten Booster vom ersten Blister. Wahnsinn. Also ich rechne ja mit vielem, oder ich hoffe, dass ich immer eine relativ gute Karte halt ziehe aus dem Set. Aber eine Goldkarte, richtig stark. Ich rate Feuer, Kampfenergie, Leute. Ein Elekid, Gelatropo, ein Onyx, Vorgita, Heraschei, Technische Maschine aus heiterem Himmel, Lokoko, Geosali, Kleopatra und ein Psyopatra. So, und ab rein in den letzten Booster aus dem ersten Blister. Aber man kann sich ja hier überhaupt nicht beschweren. Wir haben die Goldkarte gezogen. Ich rate Feuer, Unlicht, Tentagra, Poxel, Pandir, Mickrig, Krawumms. Der sieht richtig krass aus. Richtig, richtig krass. Irsa, Meteno, Watzapf, Reißlaus und ein Milotic. Also aus dem ersten Blister haben wir schon mal eine Goldkarte gezogen, was richtig, richtig gut ist. Wir gehen rein in den zweiten Blister. First Pack Magic. Haben wir wieder mit First Pack Magic Glück, ihr Lieben. Ich rate Wasser, Stahlenergie, Kaumalat. Da hätte ich gerne die Special Illustration Rare von Knackrack. Sodamark, Elizeba. Auch schon wieder. Das erkennt man immer sofort. Also ich musste gleich, wo ich das Artwork gesehen habe, gleich nach unten gucken. Und zack. Seht da, wer es wieder gemalt hat. Shinji Kanda. Also ich muss sagen, da ging Grüße raus an Pokemotion, seitdem er das Video gemacht hat über Shinji Kanda. Erkenne ich sofort den Zeichenstil. Ein Froberl, Tulia, Heraschei, Anissa, Vorgita. Was ist denn hier los, Leute? Was ist denn hier los? Die nächste Goldkarte. Die nächste Goldkarte. Ein luxuriöser Umhang. Dabei gibt es 7 Goldkarten hier in dem Set. Ich glaube 7, 8. Ach, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube 7. 7 Goldkarten. Und wir ziehen ein luxuriöser Umhang. Richtig, richtig schön. Haben wir noch was dahinter? Ein Xatu.
Schaut es euch an, Leute. Oh. Und die sieht wieder recht gut links und rechts gecentert aus. Oben, unten ist, glaube ich, kleine Diskrepanzen. Aber von hinten sieht es richtig gut mit dem Centering aus. Ganz, ganz minimal oben, unten. Aber ansonsten richtig schön. Und ab rein in eine Sleeve. Wahnsinn, Leute. Wahnsinn. Aus 4 Packs 2 Goldkarten. Das kann gerne so weitergehen. Wow. Richtig, richtig schön. Und Paradox Rift da Hits zu ziehen ist ja echt schon... Also ich sag mal, die Hitrate ist nicht schlecht aus dem Set, ne? Aber wenn man so bedenkt, so die Chase-Karte oder sowas zu ziehen, da sollte man lieber auf Einzelkarten gehen. Ich rate Feuer, Pflanzenenergie, Natu, Felilu, Linfu, Castadur, Professor Antiquas Vitalität, Meteno, Lokoko, Linfu, Rückentwicklung und richtig, richtig schön. Und hier gleich noch eine Full Art Karte hinterher. Richtig, richtig schön. Was geht denn hier ab? Richtig, richtig toll. Oh, schaut's euch an. Wahnsinn. Aus einem Blister eine Goldkarte und eine Full Art Karte. Und in dem Blister davor auch eine Goldkarte. Wahnsinn, wir haben heute richtig krass Glück. Und ab rein in den letzten Booster aus dem zweiten Blister, Leute. Kann ja nochmal was draufpacken. Ich rate Wasser, Psychoenergie, Mantips, Knaxel, Minun, Dukles, Mopex, Tentera, Kriechflügel, Tektas, Knaxel und ein Vulcanion. Und jetzt gehen wir rein in den letzten Blister. First Pack Magic aus dem letzten Blister, Leute. Wird im letzten Blister auch nochmal was drin sein? Die X-Karte oder eine schöne Illustration mehr? Das wäre auf jeden Fall richtig toll. Ich rate Feuer, Wasserenergie, Zwiebs, Litomit, Flormel, Duokles, Maskeregen, Energiekapsel aus der Vergangenheit, ein Schlurm, Energiekapsel aus der Zukunft, Flatütü und ein Zeichen. Da haben wir jetzt kein Glück gehabt, aber ab rein in den zweiten Booster, Leute. Oh Mann, 9 Booster und wir haben jetzt schon 3 Hits. Das ist ein richtig guter Schnitt. Ich rate nochmal Wasser, Elektroenergie, Elekid passend zur Elektroenergie, Gelatropo, Onyx, Vorgita, Meteno, Lokoko, Tulia, Felilu, auch ein schönes Artwork, oder Leute? Was sagt ihr? Mantips und ein Durengard. Und Leute, bevor wir jetzt hier in den letzten Booster gehen, lasst dem Video einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, das ist kostenlos. Und ihr könntet damit mich und den Kanal supporten und ihr würdet kein Video mehr auf diesem Kanal verpassen. Wir machen jetzt weiter mit dem letzten Booster. Ich bin gespannt. Last Pack Magic. Also wird der Blister, der letzte Blister wenigstens noch einen Hit für uns bereithalten. Ich rate Feuerenergie, Unlicht, ein Seemon, ein Magby, ein Gelatini, Koriobel, Irrengefäß, Medizinenergie, Frubeiler, Elekid und Leute, wir machen jetzt ein Trommelwirbel. 3, 2, 1, ein Zwiebs. Und Leute, was haben wir als letzte Karte hier hinter? Ziehen wir jetzt in dem letzten Blister noch einen Hit? Trommelwirbel. 3, 2, 1. Richtig, richtig schön. Und wir haben echt noch im letzten Blister auch noch einen Hit. Zwar nur ein EX-Hit, aber trotzdem richtig schön. Das Altaria EX, das sieht doch schön aus, Leute. Ne? Das ist schön. Und Leute, bei diesem Foiling setzt die Sonnenbrille auf. Die 3 Blister, die haben sich für mich auf jeden Fall gelohnt. Ich fand die richtig Hammer. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare rein, wie ihr die 3 Blister fandet. Und damit bin ich raus. Euer Rokat. Ciao.